Wir haben gestern und heute im Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke, zum Debakel hier in München, 6 Zeugen im Bayerischen Landtag vernommen. Bei diesen 6 Zeugen ist deutlich geworden, zum Beispiel durch die Zeugenaussage vom Herrn Wortmann, dem Chef der Stadtwerke München, dass die Landeshauptstadt München massiv unter Druck gesetzt worden ist, um ihre Finanzierungszusage für den geplanten Bau der U9 am Hauptbahnhof zu tätigen, einen Beschluss zu fassen, ohne dass sie weiß, ob sie die dringend benötigen, 90% Förderzusage von Bund und Land überhaupt bekommen kann. Danach hatten wir den Ronald Pofalla, ehemaliger Vorstand der Bahn. Das war eine ziemlich spektakuläre Sitzung, wie es, glaube ich, das Haus bei einem Untersuchungsausschuss hier noch nicht erlebt hat. Er hat den Landtag provoziert mit einer einstündigen Verlesung eines kurzen Eingangsstatements, sich nicht rausbringen, nicht unterbrechen lassen vom Ausschussvorsitzenden, weil das ein unziemliches Verhalten gegenüber dem Parlament ist. So schnell kann man die Informationen gar nicht aufnehmen, was letztendlich dazu geführt hat, dass man ihn heimgeschickt hat, die Sitzung unterbrochen. Er wird noch einmal geladen mit mehr Zeit, sodass man sich ihm dann intensiver widmen kann. Und interessant war jetzt auch gerade vorhin noch die Zeugenaussage von Herrn Röhrig vom Bayerischen Verkehrsministerium, zwischenzeitlich Staatskanzlei, der klar offengelegt hat, was auch schon in den Medien stand, nämlich wie das Bayerische Verkehrsministerium einen Maulkorb von Söders Staatskanzlei bekommen hat, Ende 20 für 1,5 Jahre zu schweigen hinsichtlich der Kostensteigerungen und Kostenexplosionen. Das wusste man schon, jetzt haben wir es aber klar auch von einem Zeugen erfahren und wir sind sehr gespannt, die politisch Verantwortlichen dafür, nämlich insbesondere den Ministerpräsidenten Söder, dazu zu vernehmen.